Der Steyr LKW 586 ist mittlerweile ein Oldtimer aus den 60er und 70er Jahren. Gut in Schuss hat Andreas Trost aus Lilienfeld seinen 586er Baujahr 1972 gehalten. Jährlich wird eine große Ausfahrt geplant. 2020 war es der Besuch der Enkerl in der Geburtsstadt des Oldtimers. Es ist eine mehrtägige Reise, die Andi und Anni dieses Jahr mit ihrem drossgrünen 586er unternehmen. Der dritte LKW in der Unternehmensgeschichte. Von Lilienfeld nach Steyr auf den Stadtplatz führt die erste Etappe. Heute sind wir zu den Enkeln nach Steyr gefahren und jetzt werden wir da toll fotografiert. Und Steyr ist eine wunderbare Stadt und jetzt hat er noch von 1972 bis jetzt warten müssen, der Steirer, dass er wieder in sein Geburtsland zurückkommt. Stadt, Geburtsstadt. Die mehrstündige Anreise wird in vollen Zügen genossen. Die Leute, die uns begegnen, die sind alle freundlich, alle winken, freuen sich mit uns und wir haben Spaß. Man sitzt so schön hier oben, hat alles einen Überblick, hat einen super Chauffeur. Der darf nichts trinken, aber ich schon. Ja. Also ist einfach super. Der Steyr 586er LKW hat bereits eine hydraulik unterstützte Lenkung. Ja, mein Geräteroboter. Früh übt sich, wer einmal auf große Fahrt will. Reisegeschwindigkeit ist ungefähr 65-70. Angenehm zum Fahren, ganz wie ein Pkw, geht einmalig, auch in der Steigung. Wir sind heute über Gresten und Weidhofen nach Steyr gefahren. Ganz eine traumhafte Gegend. Die größte Ausfahrt bis jetzt beim Großglockner, bei einem Traumwetter und einer guten Jausen. War das eine herrliche Fahrt. In Steyr am Stadtplatz findet noch ein Oldtimer seinen kurzzeitigen Parkplatz. Ein Ford Crestline Sunliner Baujahr 1953. Ein Sondermodell anlässlich 50 Jahre Ford. Ich habe den gekauft vor 15 Jahren mit einem Motorschaden. Aber sonst war er so, wie er ist, mit der Originaltapezierung und keinerlei Schäden rundherum gehabt. Nur der Motor hat einen Schaden gehabt und den habe ich gemacht. Und an diesem speziellen Fahrzeug finden die jungen Damen Spaß. Opas Auto ist cool und das Auto ist cool. Alles cool an diesem Tag sozusagen.